Was mag der Esel am Fenster? Und dann noch der Hund. Noch ein Katze dazu. Du lieber Gott, ein Hahn noch darüber. Das wird ja lustig. Guten Tag, liebe Leute. Wir präsentieren heute ein wundervolles Märchen, die Bremer Stadtmusikanten von Brüder Grimm. Es war einmal ein Bauer, der hatte einen Esel. Der Esel war schon sehr alt und schwach und konnte nicht mehr arbeiten. Der Bauer wollte ihn nicht mehr, also verließ er das Haus und ging fort nach Bremen, Stadtmusikant zu werden. Auf seinem Weg traf der Esel einen Hund. Er war alt und müde. Was ist denn los? Wuff, ich bin alt und kann nicht mehr auf die Jagd gehen. Mein Herr will mich nicht mehr haben. Ich bin traurig und weiß nicht mehr. Ich gehe nach Bremen und werde Stadtmusikant. Komm doch mit. Und so gingen sie weiter. Nach einer Weile trafen sie ein Katze, die traurig unter einem Baum saß. Was ist mit dem los? Miau, ich kann keine Maus mehr jagen. Und deshalb hat mich meine Frauchen mit verjagt. Jetzt weiß es nicht, miau, wohin ich gehen soll. Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Komm mit uns, du kannst doch die Nachtmusik singen. So gingen die drei weiter und kamen an einem Hahn vorbei. Warum schreist du so, Rotkopf? Morgen kommen die Gäste bei uns und ich soll in der Suppe landen. Ich bin so traurig. Komm mit uns, wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Nach Bremen, Stadtmusikanten? Wieso dann nicht? So gingen die vier weiter. Es war schon Abend und sie kamen an einen Wald. Sie waren schon müde und auch hungrig. Sie kamen an einem Haus vorbei. Es war ein Räuberhaus. Die Räuber hatten ein Fest gelegt. Die vier hatten einen Plan. Und was für ein Plan? Der Esel stellte sich am Fenster. Der Hund sprang auf seinen Rücken. Die Katze kletterte auf dem Hund und dann kam der Hahn. Dann machten sie ihre Musik. Die Raben hatten so einen Schock und rannten raus in den Wald. Die Tiere hatten das Haus und das Fest zu sich und haben gut gefeiert. Und so lebten die vier Freunde glücklich zusammen.